Heute wollen wir die Insel weiter erkunden, gucken, ob wir mehr von diesen Informationen finden. Und ich habe mir so eine Stein-Pickaxe gemacht und dachte, ich nehme mal hier so ein bisschen Granit mit. Ich denke, Granit ist ja laut dem Buch das zweitbeste Material sozusagen. Genau. So, das musste vielleicht schon erstmal reichen. Ich möchte eigentlich alles ziemlich genau hier absuchen und auch so Materialien zusammentragen, die ich hier so rumliegen sehe. Wir gehen hier nochmal hoch und klettern einfach mal auch hier über die Felsen und gucken, was wir da finden. Graphosoma. Einfach mal mitnehmen, vielleicht lernt man dadurch irgendwas. Hier waren wir ja schon. Aber alles mal wirklich absuchen und gucken, ob hier irgendwelche Notizen. Ach, guck mal. Da. Irgendwie müssen wir da hoch. Komme ich da so hoch? Nee, ne? Da komme ich nicht. Au, oh. Eieieiei. Wahrscheinlich müssen wir von oben nach unten gehen. Was war das? Da war eben ein ganz komisches Geräusch. Uhuhu. Ein ganz komisches Geräusch. Nee, wir müssen von oben nach unten vorgehen. Na gut. Was ist denn das? Clay. Ah ja. Also gehen wir noch mal hier hoch. Die sieht ja schon ein bisschen rostig aus, aber ich frage mich, sollen wir hier was bauen oder bauen wir ein Floß und bauen, versuchen das Floß sozusagen so groß zu machen, dass wir da drauf wohnen können oder so? Ah, hier, noch ein Tape. Okay. It's Seamus. If you're hearing this, then somehow you've made it here. I don't know if it's fate or just pure madness on my part, but I had this feeling, this certainty, that you'd end up on this cursed island. Maybe I've lost my mind. Honestly, I'm not sure anymore. I haven't showered in what feels like years, and I can't even remember what it's like to be off this rock. The only thing keeping me grounded is the thought that you might need my help. Traveling out of this region by boat? Forget it. The currents, the storms. Something's keeping us trapped here. But I've been working on something. Something that might actually get you out. A plane. I know it sounds crazy, but I've left instructions, scattered them all over the island. Blueprints, parts lists, notes, bits and pieces of my sanity, really. I figured it's better to spread them out in case Mordenpohl gets their hands on them. Or maybe I'm just trying to keep myself from completely losing it. Look, I don't know where you'll land or what condition you'll be in when you find this, but if you don't already have a way out, use the manual I've left behind. It's not perfect, but it's all I've got. I've spent God knows how long piecing it together, and while I can't guarantee it'll work, it's your best shot. And hey, if you find any of the other blueprints lying around, just know I was probably half mad when I drew them up. But they might just help you out of this hellhole. James, I'm sorry for everything. I'm sorry I wasn't there when you needed me most. But if you've made it this far, you've got a fighting chance. Keep your head straight, follow the plans, and get the hell out of here. And remember, no matter what, I've always been proud of you. Okay, eine weitere Nachricht von, ich kann diesen Namen gar nicht richtig aussprechen. Seamus? Anyway, von unserem Onkel. Wir kommen hier eben nicht einfach so weg wegen der Stürme und so weiter. Und wir sollen Notizen und Blaupausen suchen, die er überall versteckt hat hier auf der Insel.
weil er auch schon verrückt wird. Und ja, und damit können wir dann ein Flugzeug bauen. Kann ich dich wegwerfen? Geh. Ah, guck. Boom, da unten liegt da der Ball. Ja, also weitersuchen. Er spricht immer von der Insel, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er die anderen Inseln mit einbezieht, ja? Da bin ich mir eben nicht so sicher. Da müssten wir auch noch mal hoch. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas ist. Ich gehe mal hier runter. Ja, aber vielleicht haben wir hier schon alles gefunden. Ja, hier waren wir ja schon. Nee, hier geht es auch nicht weiter. Also ganz so wild wird es ja auch wohl nicht sein. Oh. Mimimi. Ach, da geht's runter. Ist das geschickt, auf die Insel da zu fahren? Na, wir werden sehen. Also ich glaube, dass unser Boot ganz, ganz wichtig wird, ne? Ich vermute, wir müssen mehrmals so in verschiedene, auf verschiedene Inseln oder wieder zurück auf eine. So, wir gehen mal. Oh, ich sollte was trinken, sagt er. Das kann man essen? Naja, I don't know. Gut, ich muss Wasser trinken. Das heißt, es hat leider noch nicht geregnet, also fällen wir eine Kokosnuss. Ich muss dringend was trinken. Mal sehen, wie weit wir mit einer Kokosnuss kommen. Ja, gut, die bringt uns schon einiges an Wasser. Und ich vermute, wir brauchen hier sowieso die Palmen. Die haben ja auch irgendwas von irgendwelchen antiken Städten, hat er ja erzählt. Wo ist denn diese Kokosnuss? Die muss hier doch irgendwo liegen. Gib mir eine Kokosnuss. Ach, Schmetterling. Wo ist die denn? Ey, ey, ey. Palme? Mini-Palme oder was? Etwas Neues entdeckt. Okay. Ich will meine Kokosnuss. Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Ach komm. Na gut. Ich denke, wir brauchen sowieso Holz, also insofern passt das schon. Da haben wir noch eine Kokosnuss. Komisch. So, wir werden weiter hier einfach auch mal so ein bisschen durchs Gebüsch gehen und werden weiter suchen nach irgendwelchen Hinweisen. Ich denke, wenn wir in die Nähe. Ah, nee, oh, Spinne. Oh. Ich denke, wenn wir in die Nähe von irgendwelchen Notizen kommen. Ach so, hier sind wir ja schon lang. Aber hier sind wir noch nicht hoch. Dass wir dann wieder so ein Symbol sehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es diese Symbole nicht geben würde, ich wäre, glaube ich, an fast allem bisher vorbeigerannt. Nee, aber hier ist nichts. Oh, da sind Haie. Da sind Flossen von Haien. Eieiei. Was ist denn das da eigentlich? Ich glaube, ich muss schlafen oder so. Gold. Okay. Gold, Gold. Na gut. Schade, dass man das Meerwasser nicht trinken kann. Wir gehen mal hier hoch. Den anderen Hügel sozusagen.
gucken, ob wir hier noch was finden. Oh, guck. Irgendwo ist hier zwei sogar. Ach, da ist eine Notiz. Und? Was haben wir hier? Antike Laterne. Und was haben wir dann? Da noch ein Tape. James, it's Seamus. If you're hearing this, then I guess I was right. You made it this far. But I've got to tell you, kid, I'm at the end of my rope. There's so much more I want to say, so much I want to warn you about. But if I do, I fear I'll burden you more than necessary. I don't want that for you. You've got enough on your plate already. I've left those blueprints scattered around the island. How to build a plane, your ticket out of this hellhole. Use them. Get out of here. Traveling by boat is useless. Something in these waters won't let you leave that way. But before you go, James, I have one last selfish request. I know it's asking a lot, but if you can, grab at least six of the treasures hidden on this island before you escape. They're more than just old relics. They might be the only way to make sure Mordenpohl doesn't get their hands on them. And maybe, just maybe, they can help you and your mother start fresh. But that's it, James. Don't chase the mysteries of this place. They're not worth it. Mordenpohl, this island, the secrets it holds, it's all a trap. I got caught up in it, and now I'm paying the price. But you, you still have a chance. Take those treasures, get back to your mother. It's bad enough I left her. Don't let her lose her only son, too. I'm sorry, James. I'm sorry for everything. But I need you to survive. That's what matters now. And if you do, forget about Mordenpohl. Forget about this cursed place and live your best life. That's all I want for you. Be smart and get the hell out of here. Ja, das, also er hat nochmal gesagt, wir sollen ein Boot bauen. Und wie bin ich denn hergekommen oder wie komme ich wieder zurück? Und da oben war ja noch eine Notiz. Er hat gesagt, wir sollen ein Flugzeug bauen, klar. Und hier irgendwo war hier noch eine Notiz. Und da war ja auch dieses Artefakt. Sechs Artefakte. So. Oh nein, nein, au, nicht gut. Ich glaube, da muss ich hin. Sechs Artefakte sollen wir von dieser Insel mitnehmen. Eins haben wir gerade gesehen. Das holen wir gleich. Ich frage mich gerade, ob ich mich heilen kann, indem ich hier schlafe. Auf jeden Fall muss ich sowieso schlafen. Ja, jetzt ist es leider dunkel geworden. Und ich habe schon wieder Durst. Das heißt, wir werden hier einfach ein paar Stämme noch fällen. Und dann versuche ich durchzuschlafen bis zum Morgen. Vielleicht geht das. Oh, gleich zwei Kokosnüsse. Danke, Spiel. Juhu, ich habe Bäume gefällt. Ich habe ein paar Sachen hier zusammengetragen. Ein paar mehr Reifen gibt es noch. Aber nicht viele. Und ich habe geschlafen und gespeichert. Jetzt wollen wir noch mal gucken. Hier war ja dieses erste Artefakt. Wo waren das? Hier, ne? Ja. Das haben wir auf jeden Fall schon mal. Aber ich habe so... Also gefühlt bin ich auf dieser Insel überall schon gewesen. Und trotzdem habe ich erst ein einziges Artefakt gefunden. Tja. Na gut. Ich habe mir eine Granitaxt gebaut. Das sind ja keine Artefakte hier, ne? Nee. Also dieser Fußball, den wir gefunden haben, ist ja kein altes Artefakt, ne? Und ich gehe ja davon aus, dass das auf jeden Fall irgendwie dann auch wieder markiert ist. Was haben wir denn hier Feines? Kaffee.
Also ich glaube, man kann hier auch so ganz viel machen mit Anbau, habe ich gesehen. Ich werde jetzt noch mal beim Wasser um alle Steine rumschleichen. Da ist ein altes Auto. Die Sachen kann man auch zerlegen, aber ich würde sie gerne erst dann zerlegen, wenn ich weiß, keine Ahnung, wofür ich es brauche. Sagen wir mal so. Oh, guck mal. Bronzeschild. Objekt Nummer 2 oder Artefakt Nummer 2. Aber das hat er nicht angezeigt, ne? Blaue Pilze. Nein, wir essen keine blauen Pilze heute. Warte mal, schmeiß das da mal hin. Wir gehen hier noch mal. Wir gehen hier noch mal gucken. Was hat er da gerade? Ach so, das war wieder Lemongrass. Ah, guck mal. Ja, du musst irgendwie in die Nähe kommen. Obwohl, ich war hier und habe Yucca geerntet. Aber gut. Ich glaube, die erscheinen nacheinander. Flugzeugreparaturhandbuch haben wir gefunden. Jetzt gucken wir mal hier ins Buch, ne? Wir haben aber erst 62% der Notizen von den Tapes gefunden. Und wo ist dann das Reparaturhandbuch? Ach so, guck mal, da oben ist das jetzt. Plain Blueprints. Blueprints. Ist das der erste Step? Vielleicht, um dann eben hier irgendwie weiterzukommen. Artefakte. Zwei haben wir. Hier waren wir ja schon. Andererseits, wenn diese Sachen, wie soll ich sagen, so nacheinander erscheinen, ja? Also praktisch, du findest A und automatisch wird dann sozusagen B irgendwo in der Welt platziert, ne? Dann könnten natürlich Dinge auch da auftauchen, wo wir an und für sich schon waren. Ich habe mir gerade gedacht, ich gehe noch mal hier hoch. Und wenn ich das richtig sehe, hängt da ein Artefakt. Oh Gott. Ja. Das war wirklich, also ich habe mir gedacht, irgendwie, das ist jetzt Artefakt Nummer 3. Das nächste ist wahrscheinlich ein Fingerhut oder so von der Größe. Und die werden eben nicht markiert. Heieiei. Das wird nicht so einfach werden, die zu finden. Also ich schneide natürlich die Phasen raus, wo ich hier rumlaufe. Da guckt irgendwas aus dem Wasser. Vielleicht das Piratenschiff? Ist es gut, auf die Insel da zu fahren, die ich mir ursprünglich ausgeguckt hatte? Ich glaube es noch nicht mal. Das schaut nicht so, naja, keine Ahnung. Wir werden sehen. Wie diese spannende Geschichte weitergeht, sehen wir dann morgen. Bis dann, mach's gut und ciao.